Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei Kämpfen nahe der nordafghanischen Stadt Kunduz sind 3 Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Es war am Morgen, als sie vom Lager Kunduz aus zu einer Patrouille starteten, dort in einen Hinterhalt von Aufständischen gerieten und beschossen. Mein Bruder hat vor, jetzt dann ab nächster Woche praktisch 12 Jahre zum Bund zu gehen, sich verpflichten zu lassen. Danach hätten sie versucht. Ja, ich hatte im Grunde ja nichts dagegen. Das ist ja auch das Normale. Aber als er dann halt so gesagt hat, er möchte gleich für 12 Jahre und dann vor allem wegen dem Geld auch so viel wie möglich ins Ausland und möglichst in den Krieg und so, da habe ich dann halt schon gedacht, naja, ist ja nicht so toll. Da hat mich einer aus der Berufsschule auf die Idee gebracht. Das war zur Zeit der Musterung. Und dann habe ich gewusst, jawohl, das ist eine super Sache. Das ist genau das, was dir gefällt. Ich war ja auch arbeitslos, 2 Monate. Und Arbeitslosigkeit, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Du machst dir halt Gedanken, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie etwas erreichen. Also es waren auch richtig heftige Depressionen dabei. Und das will ich nie wieder haben. Und bei 12 Jahren, ja, da weiß man, man hat auf jeden Fall 12 Jahre schon mal einen sicheren Job. Und der Bund, der zahlt einem nach den 12 Jahren, zahlt einem die meiste Ausbildung. Das ist jetzt nicht so der typische Tafelsoldat, wie ich mir einen Soldat ihm vorstelle. Ich bin so der Meinung als seine Schwester, dass er doch irgendwo so seine sensible Seite hat. Da hat sie durchaus recht, bin ich ein sensibler Mensch. Hab vielleicht auch nicht die beste Psyche. Beim Bund, wo ja schon auch sehr hoher Druck ist, wo ich dann auch einen gewissen Respekt habe, nenne ich es jetzt nochmal, dass ich dem nicht standhalte. Wenn man angebrüllt wird von Führungskräften, wird mir nichts ausmachen, weil das kenne ich jetzt von meiner letzten Arbeitsstelle. Hey, Schaft, endlich hinter mir. Das war ich. Digga. Okay, dann. Mach's gut, gell? Ich wünsche dir alles Gute. Alles gut. Also lass dich nicht runterregen, gell? Mach ich. Servus. Christian bei seiner Zahnarztuntersuchung. Reizvoll ist, am Auslandeinsatz gibt's ja eigentlich an so nichts. Du bist ständig unter Stress, Angst. Kannst nicht wirklich sagen, ja, Sightseeing-Tour, man sieht Länder. Ich arbeite dann zwar an Helikoptern, schaue, dass die startbereit sind und so. Das ist vielleicht nicht so gefährlich, aber es ist, denke ich, schon mal in erster Linie das Geld, das da Hallo sagt. Wo ich dann mir auch dann mal vielleicht nach dem Bund Familie mit Haus, was ja jeder so von träumt, jeder einen Traum hat mit Haus, Auto, Kind. Und wie geht's? Alles okay. Oh, ich glaube, ich muss mein gleiches Leben nehmen. Mensch, das war nur poliert, stell dich nicht so an. Furchtbare Schmerzen. Kurz vor den Tränen. Oh, die Schuhe, Sportschuhe. Ne, töten soll man ja eigentlich nicht. Man soll sie ja nur ausschalten, halt außer Gefecht setzen. Und das heißt, Arme, Beine halt kampfunfähig machen. Das ist, glaube ich, nur so weit erlaubt. Aber wenn es dann wirklich um mein eigenes Leben gibt und es gibt dann keinen anderen Ausweg, würde ich es in dem Moment abdrücken. Sonst machen wir das Ganze nochmal ordentlich, ja? Wie ordentlich? Du hast deine ganzen Sachen voll reingeknüllt. Mach doch nichts. Das ist ja dein Ziel und eigentlich sollte ich mich ja mit dir freuen und das mache ich ja auch. Aber trotzdem, ich habe eigentlich, seit ihr großen klein wart, habe ich immer gedacht, wenn man meinen Sohn einer zum Bund holen will, dann über meine Leiche. Mir das vorzustellen, dass du irgendwo bist in einem Krisengebiet. Und weiß ich nicht, und morgens klingelt das Telefon mit einer Nummer, die man dann schon weiß als Mutter hier von der Kaserne oder ich weiß es nicht und irgendeine schlimme Nachricht kommt oder also solche Sachen träume ich schon und spinne ich schon. Was so von den Leuten, da meistens berichtet wird, sind die Amerikaner, die Hauptkampfhandlungen halten. Die Deutschen sind ja eigentlich nur zur Sicherung da. Mhm. Die stürmen jetzt nicht von Haus zu Haus. Ist trotzdem gefährlich genug, wenn ihr da Patrouille fahrt und da liegt irgendwo eine Bombe, eine Mine, ihr fahrt rüber, kabumm, bist weg. Also ich hab einfach keine Angst davor. Es sterben Leute. Es sterben welche. Ja, aber in 10 Jahren sind es vielleicht 70 Mann. Tja, Mutter fragt ja keiner. Ist er trotzdem stolz auf ihn, wenn er
hier zum Mann wird und mit Uniform und was weiß ich, was er dann noch dann alles für Dienstgrade erreichen kann oder sowas. Ich fühle mich hier wenig gebunden, habe keine Freundin oder keine Frau. Ich möchte es anderen und mir beweisen, dass ich mehr kann, mehr aus meinem Leben machen will. Du möchtest halt eigentlich Teil von etwas sein.